Hallo, herzlich willkommen bei www.cimsc.de. Mein Name ist Nahel Sebastian Sieger. Dieses Videomaterial ist für die Familie von der Elke Diekmann. Geboren 7. Februar 1945, den menschlichen Körper verloren am 26. März 2020. Das ist die Todesanzeige aus dem Bonner Generalanzeige, die ich hier auf meinem Handy gespeichert habe. Ich halte es mal in die Kamera. Was Sie nun sehen werden, ist universelle Kommunikation. Das Lebewesen, die mal als Elke Diekmann gelebt hat, kann sich identifizieren und möchte sich zeigen darüber, dass sie den Wind hier im Umfeld gezielt steigern wird. Und darüber möchte sie ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Enkel auch schöne Grüße schicken und ein Lebenszeichen. Und Sie sehen jetzt, wie der Wind um die Pflanze deutlich gesteigert wird. Und da möchte ich die Elke Diekmann bitten, das nochmal deutlicher zu machen. Und du bestätigst damit, du bist das Lebewesen, das mal als die Frau Elke Diekmann gelebt hat, entsprechend dieser Anzeige aus dem Bonner Generalanzeiger, und möchtest deiner Familie und deiner Freunde schöne Grüße schicken. Ist das richtig? Dann steiger den Wind einmal ganz deutlich als Lebenszeichen. So, und die Familie und die Freunde sehen jetzt, dass der Pflanze mehr Wind zugeführt wird und dass sich die Äste dadurch mehr bewegen. So, schütteln die Pflanze einmal ein bisschen in der Ecke. So, und jetzt haben sie hier oben kleine Schütteleffekte und sie sehen, dass die Elke probiert, die Äste so zu beeinflussen durch den Wind, dass sie sich mehr schütteln. Das heißt, mehr Bewegung vor der Kamera da ist. So, liebe Elke, wiederhol das bitte jetzt noch einmal und steige einmal das Windlevel um diesen Busch, um deiner Familie, deinen Freunden und deinen Enkeln deutliches Lebenszeichen zu senden. Und die Familie und die Freunde sehen wieder, dass dem Busch mehr Wind zugeführt wird und sie sehen, dass sich hier die Äste deutlicher bewegen. So. Ich bitte die Familie und Freunde, die Augen dran zu gewöhnen, denn wenn sie universelle Kommunikation noch nicht kennen, dann ist das sicherlich ungewöhnlich. Ich bin ein lebender Mensch, der universelle Kommunikation im Bereich der Vorfahren-Ahnen-Kommunikation schon länger betreibt. Das Lebewesen Elke Diekmann, wir kennen uns noch nicht so lange. Sie kann sowas gegenbestätigen, indem sie Wind einsetzt und gezielt den Wind an dieser Pflanze steigert. Und das hat sie jetzt auch getan und tut sie weiter, um das deutlich zu machen, um das einmal aufzuzeigen, damit deine Familie und Freunde das auch verstehen können. Und deine Enkel später vielleicht, die kriegen das Videomaterial auch. So, und du könntest dich auch ganz deutlich zeigen, wenn deine Familienangehörigen zum Beispiel die Chance ergreifen wollen würden, mich zu kontaktieren, dann könnte ich ihnen anbieten, dass wir uns in der Bonner Rheinaue treffen. Und du, liebe Elke Diekmann, kannst du bestätigen mit einer gezielten Windwelle, mit einem gezielten Bewegen dieser Pflanze, dass du dich dann gezielt zeigen könntest, dass man sozusagen einen Termin vereinbaren könnte, wo du als Lebewesen dann wieder kommunizierst über die Naturgewalt Wind, dich identifizierst und Fragen von ihnen beantworten kannst, sprich, dann könntest du mit deinen lebenden Familienangehörigen wieder kommunizieren, hier in der Bonner Rheinaue. Möchtest du es einmal bestätigen, steigere den Wind noch ein bisschen gezielter, schüttel das einmal ganz deutlich durch, wenn dich das freuen würde, dass deine Familie dieses Lebenszeichen bekommt und die Einladung von mir, und du müsstest dich dann natürlich zeigen, sobald sie sich bei mir gemeldet haben, wir ein Termin gefunden haben. Und die Aufnahme hier wird aufgezeichnet in der Bonner Rheinaue. Das heißt, wir sind hier direkt in Bonn. So, und liebe Elke, du kannst das bestätigen? Ja. Dann steigere den Wind einmal deutlich. Beweg die Äste bitte deutlicher, damit die Zuschauer, deine Familie und deine Freunde das deutlicher wahrnehmen. So, sie wird jetzt mit der Windsteigerung beginnen und einmal probieren, deutlicher die Äste zu schütteln bitte, damit die Zuschauer das deutlicher wahrnehmen können. Noch deutlicher, noch deutlicher, noch deutlicher, noch deutlicher, noch deutlicher, noch deutlicher. Mach es einmal ganz deutlich. Noch deutlicher. Ich schüttel einmal bitte diesen Bereich hier vor uns. Liebe Elke, beginnen wir damit, bitte diesen Bereich der Pflanze mehr Wind zu führen. Und beginnen jetzt nochmal. Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Das ist viel deutlicher. Noch viel deutlicher, so wie am Anfang. Am Anfang hat man sehr deutlich, ich spüre mehr Wind, aber es muss noch deutlicher werden, es muss noch mehr Wind einsetzen. Noch deutlicher, noch deutlicher, noch mehr, noch deutlicher, noch deutlicher, noch deutlicher. Und die Zuschauer sehen jetzt hier in dem Bereich auch, dass mehr Wind ankommt, und die Äste werden gebogen werden und geschüttelt werden. Ich zeige Ihnen das einmal aus einer anderen Perspektive, das für die Familie und Freunde von der Elke Diekmann.
die geboren wurde, am, muss ich nochmal schnell nachgucken, 7. Februar 1945, am 26. März 2020 hat sie ihren menschlichen Körper verloren. Von Bernd Diekmann unter anderem ist die Anzeige wohl im Bonner Generalanzeiger, wo es darum geht, dass sie ihren menschlichen Körper verloren hat, sprich wie viele Menschen das sehen würden, gestorben sind. Ich stelle diese Kamera jetzt mal hier hin. Wir sind hier übrigens in der Bonner Rheinau, ich habe es schon erwähnt. Da hinten ist das UN-Gebäude, da ist der Posttower, das hier ist einfach nur die Natur. Und ich stelle jetzt mal die Kamera so hin, dass ich probiere, der Elke leichter zu machen. So, ich und die Elke, wir haben noch nicht so viel kommuniziert, das kannst du bestätigen. Ne? Ich muss die Kamera aber so weit wegstellen, dass sie den gesamten Busch sehen können, damit das besser vom Verständnis her machbar ist. Denn die Menschen kennen sowas ja selten. So, das ist also universelle Vorfahren-Ahnen-Kommunikation. Und die Elke, steiger doch bitte einmal deutlich den Wind, auch damit wir das den Zuschauern nochmal aufzeigen. Jetzt steht die Kamera ein bisschen näher, dann können sie das deutlicher sehen, wenn du das gezielt machst. Steiger einmal den Wind um die gesamte Pflanze drumherum, dass sich die Äste mehr bewegen. Und die Zuschauer, wenn sie genau hingucken, wenn sie ihre Augen dran gewöhnen, dann sehen sie, dass die Elke jetzt den Wind steigern wird. Und der Elke, mit der muss ich mich optimieren, du musst das noch deutlicher machen. Ja, so ist gut, noch gezielter, noch deutlicher. Und noch mehr schütteln, bitte, dass mehr Schütteleffekt einsetzt. Sprich, dass die Äste sich mehr bewegen und mehr geschüttelt werden, das wäre wichtig. Deutlicher? Einmal ganz deutlich machen. Einmal ganz deutlich die ganze Pflanze durchschütteln, um dich deutlich zu zeigen. Sonst haben deine Familie und Freunde wenig Chancen, das zu verstehen und zu erfassen, wenn ihre Augen universelle Kommunikation über den Einsatz von Wind noch nicht gewöhnt sind. Das musst du ganz deutlich machen. So, und jetzt sehen die Zuschauer, wie mehr Wind zugeführt wird, wie die Äste sich deutlich mehr anfangen zu bewegen und deutlich mehr zu wackeln. Das ist die Elke Diekmann, die sich zeigen möchte. Und ich und die Elke Diekmann, wir müssen uns... Diekmann war richtig? Mal nachgucken. Ja, Diekmann war richtig. Ich und die Elke Diekmann, wir müssen uns in der Kommunikation dann noch optimieren, denn du musst dich deutlicher zeigen. Da muss ich drum bitten. Du bist ja anwesend, wir haben schon Videomaterial aufgenommen. Sie führt jetzt mehr Wind der Pflanze zu, um sich einmal deutlich zu zeigen. Und das ist auch wichtig, damit die Zuschauer das sehen können. Und jetzt sehen Sie, dass deutlich mehr geschüttelt ist, dass der Schütteleffekt da ist. Für die Familie und Freunde hier, ihr seht jetzt, wie gezielt sie das anhebt und wie gezielt der Schütteleffekt auch ansetzt bei der Pflanze. Ja? Also da ist eine Windsteigerung da und die ist auch deutlich. Auf Video kann immer weniger eingefangen werden, als wenn ihr live vor Ort seid. Weil ihr dann natürlich viel mehr vom Umfeld seht, ihr könnt das besser wahrnehmen. So, die Erklärung möchte ich der Familie und den Freunden immer geben. Und damit die Menschen da auch klar sehen, ich bin zwar ein universell kommunikationsfähiger Mensch, ich, Neil Sebastian Sieger, der Mann, den Sie in dem Video sehen. Dieser Wind wird aber kontrolliert bei der Elke Diekmann und sie nutzt das, um gegen zu bestätigen und sich gezielt zu zeigen, nicht ich, der lebende Mensch. Und sie bestätigt das jetzt deutlich mit der gezielten Windsteigerung. Und so kann sie Dinge gegenbestätigen, währenddessen gesprochen wird. So kann man Informationen abfragen, die sie gegenbestätigen kann. Und so könnten Sie als die Familie und Freunde von der Elke Diekmann, könnten wir sozusagen hier in der Bonner Rheinaue uns treffen. Dann könnte ich euch das universelle Kommunikationssystem zeigen. Und sie reagiert da auch ganz deutlich und bestätigt das. Sie könnte sich dann zeigen und ihr könntet dann in der Zukunft offene Fragen mit ihr direkt klären. So, kann die Elke Diekmann das bestätigen? Ja, und da sehen die Zuschauer wieder, dass deutlich mehr Wind zugeführt wurde und dass gezielt dieses Schütteln der Äste stattfindet. Sie bestätigt das. Und du würdest dich freuen, wenn deine Familie und Freunde die Chance ergreifen würden und in die Bonner Rheinaue kommen würden, mich kontaktieren würden, dass ich ihnen die universelle Kommunikation einmal kurz erkläre und sie dann gezielt mit dir so kommunizieren, wie du es auch probierst, dich hier zu zeigen, indem du die Äste immer anhebst, wenn du zustimmen möchtest, indem du das Pflanzenumfeld mehr Wind zuführst oder locker lässt, um zu zeigen, dass das sozusagen gezielt ist zwischendurch, damit die Zuschauer das besser verstehen. Gut, dann schüttel noch einmal ganz gezielt bitte die Pflanze dafür, dass deine Familie und Freunde sich an mich wenden sollen, nicht den lebenden Menschen nahe. Für einen Termin hier in der Bonner Rheinaue, dass du dich dann gezielt zeigen kannst, gezielt mit ihnen kommunizieren kannst und dass du gezielt ihre Fragen dann klären könntest, die sie vielleicht an dich haben und dass dich das sehr freuen würde, wenn sie diese Chance ergreifen. So, und das schütteln noch ein bisschen durcheinander wirbeln, das meine ich mit schütteln.
Ja, noch mehr schütteln, weil das können die Kameras besser sehen. So ist gut, schüttel das noch ein bisschen. Schütteln, 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 schütteln. Ja, so, und da sehen die Zuschauer diesen Schütteleffekt, dass sie dann anfängt, das zu heben und wieder zu senken, die Äste. Und das können sie auch hier gut sehen, an der Pflanze, wo noch ein bisschen schwarzes Zeug dranhängt. Und ansonsten sieht man das ja sehr gut vor dem Himmelshintergrund. Gut. Also ich frage die Bestätigung noch einmal ab und du kannst dann ja noch mal ganz deutlich gegen bestätigen, dass du das bist und warst. Und das schicke ich dann deiner Familie und Freunde mit dem Angebot, dass sie sich an mich wenden können. Und ich helfe ihnen dann gerne weiter, direkt mit dir zu kommunizieren. Hier in der Bonner Rheinaue, dann zeige ich ihnen, wie die universelle Kommunikation geht. Du könntest dann gezielt den Wind steigern, um dich zu zeigen und Fragen mit ihnen zu klären. Und dann können die direkt mit dir kommunizieren auf dem Moment. Also du bist Elke Diekmann, geboren, wie ich schon sagte, 7. Februar 1945 und am 26. März 2020 hast du deinen menschlichen Körper verloren und die Todesanzeige im Bonner Generalanzeiger gehört zu dir, dem Lebewesen, und das war dein menschlicher Körper, und in der Todesanzeige werden noch benannt Bernd Diekmann, nicht weil er tot ist, sondern weil er die Anzeige mit aufgegeben hat, Ralf und Susanne, deutliche Reaktionen aus, auch Angelika, Enkel, Lara, Lukas und Felix. Und da sieht man die deutliche Reaktion, sie schüttelt da deutlich die Pflanze durch die Beeinflussung des Umfelds, um schöne Grüße an die Familie und Freunde zu senden. Und die Enkel Irmgard und Horst Kruthoff stehen hier noch, sowie alle Anverwandten. Sprich, deine Familie kann sich darauf einstellen, auch hier im großen Trupp in der Bonner Rheinaue aufzutauchen. Ich habe damit als lebender Mensch kein Problem, als jemand, der universell kommunikationsfähig ist. Und dann kann die Elke sich gerne auch der ganzen Familie zeigen von mir aus. Das muss sie ja selber entscheiden. Sie zeigt sich über den Wind, das macht nicht ich. Aber die Elke Diekmann, du möchtest zum Ausdruck bringen mit einer deutlichen Windsteigerung nochmal. Du würdest dich sehr freuen, wenn deine Familie und Freunde mich kontaktieren würden, wenn ich denen hier in der Rheinaue zeige, wie es funktioniert. Und dass du dann gezielt selber und direkt mit ihnen kommunizieren kannst. Und sie in Zukunft vielleicht die Möglichkeit ergreifen und dann auch haben, direkt mit dir kommunizieren zu können. Kannst du das nochmal bestätigen mit einer gezielten Windsteigerung an dieser Pflanze? Lieber Elke Diekmann, also Bernd Diekmann, Rolf und Susanne, Angelika, die sind alle eingeladen, sich an mich, Neil Sebastian Sieger, zu wenden, Termin zu machen. Und dann würdest du dich hier in der Bonner Rheinaue auch so gezielt zeigen, dass du gezielt die Pflanzen durchschüttelst, um was zu bestätigen, ihre Fragen zu klären. Und so könntest du dann Dinge gegen bestätigen. So könnte sie auch Ja sagen, wenn man das mit ihr vereinbart. Das bestätigt sie ganz deutlich. Oder man könnte mit ihr auch ein Codesystem zum Beispiel vereinbaren, wo sie sich gezielt zeigen kann, um komplexe Inhalte dann durchzukommunizieren. Sie bestätigt das mit den gezielten Windsteigerungen und sie mehr zuführen an Wind. Gut, liebe Elke Diekmann, dann veröffentliche ich das, probiere das deiner Familie zu schicken und die zu informieren, soweit ich das von den Daten her kann. Bist du damit einverstanden? So, das kann ein paar Tage dauern, weil ich viele Daten aufgebe. Aber ich probiere das. Gut. Und du freust dich dann, wenn die Chance ergreifen und sich in der Bonner Rheinaue nach einer Terminvereinbarung mit mir mal gemeinsam mit mir umsehen, dass du dich dann gezielt zeigen kannst, gezielt mit ihnen kommunizieren kannst und dann kannst du auch gezielt wieder mit deinen Enkeln zum Beispiel quatschen. Um es mal einfach zu halten. Die müssen sich dann nur daran gewöhnen, dass du die Naturgewalt Wind nutzt, um dich zu zeigen und um Dinge gegen zu bestätigen statt einen menschlichen Körper, und der Rest ergibt sich dann. Deutliche Bestätigung für die Familienangehörige, damit sie das besser verstehen. Darum steigert sie den Wind. Sie würde sich sehr freuen, wenn die Familie und die Freunde die Chance ergreifen würde. Dafür steigert sie den Wind ganz deutlich. Und dann könnten wir hier in der Bonner Rheinaue in Zukunft gemeinsam mit der Elke Diekmann kommunizieren und die direkt mit ihnen, der Familie und den Freunden und den Enkeln. So, das war deutlich, liebe Elke. Ich lade das hoch, schick das hoch. Lad das auch auf vrembassy.de und probiere denen die Daten zu schicken. Und wenn sich deine Familie und Freunde melden, dann helfe ich denen gerne, mit dir direkt zu kommunizieren, das weißt du. Und dann freut sie sich, falls die Familie und Freunde die Chance ergreifen. Das hat sie gerade deutlich ausgedrückt. Das war Elke Diekmann, am 7. Februar 1945 geboren, den menschlichen Körper am 26. März 2020 verloren. Sie ist immer noch anwesend. Mein Name ist Neil Sebastian Sieger. Geboren 1984 in Braunschweig, ich bin der lebende Mensch. Und sie sahen Vorfahren an, Kommunikation, universelle Kommunikation zwischen lebenden Menschen, also mir und dem Lebewesen Elke Diekmann, die mal als Frau gelebt hat,
als Mensch. Und das Video ist für die Familie und für die Freunde, die eingeladen sind, die Bonner Rheinaue zu kommen, nach einer Terminvereinbarung mit mir, dass ich Ihnen kurz helfe, das universelle Kommunikationssystem zu verstehen. Dann gibt es noch ein bisschen was zu erklären, dann können die das hier live vor Ort erlernen. Und die Elke Diekmann würde sich wieder so gezielt deutlich dann zeigen, weil sie sich sehr freuen würde, mit ihrer Familie und ihren Freunden und ihren Enkeln wieder kommunizieren zu können. Und das auch direkt und das hier in der Bonner Rheinaue. Und sie bestätigt das mit der deutlichen Windsteigerung für die Zuschauer, damit ihr es besser versteht. So, Elke, ich drehe jetzt die Kamera einmal, zeige dir noch das Umfeld und danach laufe ich nach Hause. Okay, und sie grüßt die Familie und Freunde noch und freut sich, dass das noch geklappt hat. Der Familie und den Freunden muss ich sagen, ich war schon auf dem Heimweg, weil ich mehrere Videos für Familien und Freunde aufgenommen habe mit unterschiedlichen Lebewesen. Ich zeige euch einmal, wo wir sind. Das hier ist der Post Tower, da ist das UN-Gebäude. Ich drehe einmal komplett die Kamera. Das ist, wo ich mich gerade befinde. An dem Baum da hinten haben wir euch vorher Ahnen und universelle Kommunikation aufgezeigt und war dann schon auf dem Nachhauseweg, als die Elke sich gemeldet hat, dass das Umfeld hier von der Pflanze, wo die Elke Diekmann gerade den Wind beeinflusst hat, um sich gezielt zu zeigen und zu kommunizieren. Und sie möchte jetzt noch eine Windwelle machen, um auf Wiedersehen zu sagen. Und dann muss ich das Video beenden nach Hause. Das muss ja auch verschickt werden, damit deine Familie und deine Freunde davon erfahren und das irgendwie mitbekommen. Bin ich mir nicht sicher, ob alle Daten in der Anzeige stehen, wo man die erreichen kann. Das gucke ich dann aber nochmal nach. Möchtest du nochmal auf Wiedersehen sagen mit einer gezielten Windwelle? Ja, und deutlich machen, du würdest dich freuen, wenn sie die Chancen ergreifen, sich zu melden. Für ein direktes Treffen hier in der Bonner Rheinaue. Ja oder nein? Schon weg oder? Nein, noch da. Dann mach doch noch einmal Wind zum Tschüss sagen. Du möchtest sagen, du würdest gern noch weiteres Videomaterial aufnehmen. Ist das richtig? Ja oder nein? Dann mach's mal deutlich einmal. Wenn du für deine Familie und Freunde gern noch weiteres Videomaterial jetzt aufnehmen wollen würdest, dann mach's einmal deutlich und schüttel die Pflanze mehr. Das ist schon in Ordnung. Aber mach es dann deutlich und schüttel die Pflanze mehr, dann verstehen die Situation besser, wenn das dein Punkt ist. Nein, du willst auf Wiedersehen sein. Na gut, ich beende das Video jetzt und dann bei dem Umfeld mache ich da einverstanden. Dann bitte das Einverstanden deutlich bestätigen. Ich brauche Bestätigungsdaten aber jetzt noch. Kannst du deutlich bestätigen, ja oder nein? Gut, das ist Bestätigungsdata. Auf der linken Seite geht deutlich mehr Wind ein. Das bitte noch deutlicher bestätigen. Einmal deutlich bestätigen, dass Elke Diekmann noch anwesend war. Und ansonsten hatten wir nur ein kleines Kommunikationsproblem, weil ich nicht genau wusste, wie du jetzt weitermachen wolltest. Und ich möchte das Video beenden, weil ich gleich nach Hause muss. Aber Elke Diekmann war noch anwesend bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich spreche. Dann bitte einmal den Wind deutlich steigern, damit auch deine Familie... So war der Speicher das mal. Und darum immer deutlich gegenbestätigen. Das ist jetzt Elke Diekmann noch, die ganze Zeit anwesend war. Und ich habe gerade erklärt, dass wir ein kleines Kommunikationsproblem zwischendurch hatten. Du bestätigst aber gegen, dass du anwesend bist, die ganze Zeit anwesend warst, dass du das in dem Videomaterial bist für deine Familie und Freunde. Und sie bestätigt das ganz deutlich. Sie würde sich sehr freuen, wenn die Familie und Freunde die Möglichkeit ergreifen, sich bei mir zu melden, mir, dem lebenden Menschen, als Sebastian Sieger, dann können wir uns in der Bonner Rheinaue treffen und die Elke Diekmann kann sich ganz gezielt ihren Verwandten und Freunden zeigen, um mit denen direkt zu kommunizieren. So, hallo, hier ist Janai Sebastian Sieger mit einer kleinen Zusatzinformation. Es ist der dritte Monat im wunderschönen Jahr 2020. In der Rheinaue ist nicht so viel los wegen dem Coronavirus. Ich befinde mich die letzten Tage hier in der Bonner Rheinaue und zeichne Vorfahren an, Kommunikationen auf mit Lebewesen, die ihren menschlichen Körper verloren haben. Also aus menschlicher Sicht ist der menschliche Körper verstorben. Und sie als Lebewesen existieren aber noch mit Intelligenz und Bewusstsein. Und sie probieren, ihre Familien und Freunde zu erreichen in dem Videomaterial, was ich veröffentlichen werde. Und ich möchte den Familien und Freunden noch was sagen. Also ich betreibe viel universelle Kommunikation. Die letzten Tage habe ich probiert, möglichst viele unterschiedliche Lebewesen zu erreichen, mit denen zu kommunizieren, damit auch möglichst viele Familien und Freunde ein Lebenszeichen von den Lebewesen bekommen.
in dem Videomaterial. Normalerweise, wenn ich mit Lebewesen viel kommuniziere, kann man die Kommunikation immer weiter optimieren, dann wird das immer besser. Jetzt die letzten Tage bei den Videos, wo dieses Video mit hinten dran hängt, ist es so, dadurch, dass ich probiert habe, so viele Lebewesen nacheinander zu erreichen, damit viele Familien und Freunde ein Lebenszeichen bekommen, ist das noch nicht, was Sie in dem Videomaterial sehen, ist sozusagen noch nicht das Optimallevel, was an Kommunikationsabstimmung zwischen mir und den Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben, möglich wäre, wenn wir mehr Zeit in der Kommunikation miteinander verbracht hätten. Nur damit Sie das als Familie und Freunde klar verstehen, denn wenn Sie die Chancen ergreifen möchten, wo einige der Lebewesen darum gebeten haben, mich mit Ihren Familien und Freunden hier in der Bonner Rheinaue direkt wieder kommunizieren zu können, dass ich da ein bisschen helfe, den Freunden und den Familienmitgliedern das zu erklären. Also wenn man so einen Optimierungsprozess dann durchlaufen würde und etwas mehr Zeit mit dem Individuum ist, dann kann die Kommunikation dadurch nur noch besser werden. Das entspricht meiner Lebenserfahrung. Sprich, da haben Sie das Optimum noch überhaupt nicht gesehen dessen, was möglich ist. Das möchte ich nur den Familien, den Freunden mitteilen, damit sie es auch verstehen. Also eine komplexe, spezifische Kommunikation ist möglich. Ist dann immer am Anfang der Kommunikation eine Frage der Abstimmung. Und wenn ich mit vielen Lebewesen nacheinander kommuniziere, um viele Daten aufzunehmen für viele Familien und Freunde, weil viele Lebewesen probieren, ihre Familien und Freunde zu erreichen, dann ist die Abstimmung nicht so komplex, wie wir das dann gerne nochmal machen können, wenn Sie live hier vor Ort in der Bonner Rheinaue mit Ihren Familienangehörigen kommunizieren möchten, die einmal als Menschen gelebt haben, sprich mit Lebewesen, die zu Ihren Vorfahren oder Ahnen gehören. Das wollte ich nur, dass Sie das deutlich verstehen. Da geht dann meistens noch mehr, noch spezifischer und noch genauer, wenn man die Kommunikation länger abstimmt. Das war mir in den letzten Tagen mit den einzelnen Lebewesen nur bedingt möglich, da ich sehr viel zu tun hatte. Da bitte ich um Entschuldigung, aber ich hoffe, die Lebenszeichen Ihrer Angehörigen bzw. der Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, zu Ihren Familien und Freunden gehören, ich hoffe, die Lebenszeichen bringen ein bisschen Freude. Und Sie können mich gerne kontaktieren, dann helfe ich da gerne, auch unentgeltlich, und bin ein ganz umgänglicher Mensch, da brauchen Sie keine Sorgen. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Neid Sebastian Sieger.